Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wiggles. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier wieder ein bisschen weiter nach rechts gegraben und haben viele nützliche Bücher gefunden. So mittlerweile haben wir auch aufgestellt oder beziehungsweise den Auftrag gegeben, dass hier die Brauerei aufgestellt werden soll. Da sind sie auch schon fleißig dabei, das zu tun. So, ansonsten müsste jetzt hier eigentlich auch noch der letzte Reithamster fertig sein. Mal ganz kurz ein bisschen anschrägen, so. Und den kriegt der Ahmed. Du stehst im Weg. Aber geht auch so, Ahmed, so. Neue Zwecke buchen. Juhu, es klappt sehr schön. Es klappt super mit der Umstellung der Freizeit. Seht ihr? Yusuf. Wie süß. Sehr schön. Sehr gut. Okay, hier wird weiter Pilz gebraten. Hier wird geschlafen, auch gut. Oh, hier ist alles weggefällt. So, dann können wir hier. Brauerei haben wir ja jetzt. Die Schreinerei. Oh, wieso immer Doppelklick? Einmal reicht. Einmal die Schreinerei. Dann muss ich hier ganz dringend mal das mit dem Laufrad ausprobieren. Ich würde mal ganz kurz nochmal schauen, was das eigentlich bedeutet. Maus, funktioniere. Hallo. Oh, ich liebe diese Maus, ehrlich. Ich ist die beste auf der ganzen Welt. Entwicklung. Aufzug, Lager. Moment, wo war denn das? Mittelalter Schlafzimmer. Tischlerei. Hallo, wo finde ich das denn? Geht das hier noch weiter runter? Nee. Laufrad, da steht's. Laufradenergie. Also ich brauche ein Laufrad, genau. Gut, also brauchen wir jetzt den Laufrad. Dreimal Pilzstamm, ein Hamster. Erstmal eines, um das natürlich auszuprobieren. Denn das mit dem Strom hier funktioniert nicht, weil dein Laufrad fehlt. Glaube ich. So habe ich das jetzt verstanden. So, ansonsten schaue ich mir mal hier kurz unsere Brauerei an. Was wir da herstellen können. Bier natürlich. Kleiner Heiltrank, da ist er nämlich. Den brauchen wir unbedingt. Und ein Heiltrank. Ne, wenn wir mal wieder irgendwie angegriffen werden und nicht so günstig aus der Situation rauskommen. Ist das natürlich super, hier so einen kleinen Heiltrank zu haben. Oder auch einen normalen Heiltrank. Kampfkunst 5. So, Bier. Irgendwo wollte ich mir nochmal durchlesen, was jetzt genau mit dem Bier ist. Wo ging das nochmal? Produktion? Stammbaum? Nee, nee. Entwicklung? Produktion? Nee, Produktion ist das, was gerade, ja, stattfindet sozusagen. Aufträge. Hier können wir nochmal lesen, was wir eigentlich machen sollen. Ne? Wir müssen das Tor der zur Unterwelt öffnen. Machen wir später irgendwann. Nun geh schon. Okay, die Aufträge, Stammer, Produktion, Entwicklung. Aber hier können wir ja nicht weiter lesen. Ne? Ich hätte gerne da noch was zum Lesen. So, und ich bin hier wieder. Boah, ist wieder viel zu viel, dass ich gar nichts sehe. Hier. Es geht leider nicht. Ich kann da nicht drauf klicken. Naja gut, wir können einfach mal Bier herstellen. Wir können hier Heiltränke mal erfinden auf jeden Fall. Einmal reicht natürlich auch. So, was will der hier? Aber was? Oh, es war zu schnell. Ich konnte nicht lesen. Meine Wanne ist zu klein, da kann man gar nicht drin planschen. Was sagt uns das? Eieiei. Ich glaube, sie ist nicht zufrieden, wenn die sich immer beschweren, oder? So ein paar Pilze liegen dann rum. Hier haben wir aber auch noch Bier. Die benutzen das ja gar nicht, ne? Ist das nicht Bier? Kann ich gar nicht anklicken. Komisch. Das jetzt aber auch alles nicht. Ach, aber ich habe ja auch gar keinen angewählt, ne? Ich müsste ja meinen Zweck anwählen. Jo, was machen wir heute? Was machen wir heute? Darauf warten, dass das Laufrad gebaut wird? Er nicht.
Das heißt, wir graben uns einfach noch ein bisschen nach rechts und nach links. Wir haben den kleinen Heiltrank erfunden. Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, birgt das Leben unter der Erde viele Gefahren und etliche gute Gelegenheiten, sich die verschiedensten Verletzungen zuzuziehen. Natürlich verbessert sie die Gesundheit der Zwerge bei guter Pflege von selbst wieder. Verbessert sie, so dass sie sich heißen. Aber gegen ein bisschen chemische Unterstützung ist ja wohl nichts einzuwenden. Mehr als ein Trostpflaster ist der kleine Heiltrank aber nicht. Aber für den Anfang denke ich ganz gut. So, ganz passabel wird er sein. Das ist cool. Kleiner Heiltrank, was brauchen wir da? Pilzhüte, Raupe? Ah, alles klar, dafür brauchen wir Raupen. Ich habe mich ja immer gefragt, wozu wir Raupen brauchen. Dafür. Mist. Das heißt, ich muss jetzt echt noch eine Farm mit Raupen anlegen. Das heißt, ich muss irgendwo Raupen finden. Okay, wenn ich demnächst Raupen sehe, sammle ich die Dinger ein. Weiß ich schon mal Bescheid. Dafür braucht man die. Hätte mir auch logisch sein können, ne, dass wir die irgendwann mal für irgendwas brauchen, sonst würde es die ja schließlich nicht geben. Aber mir war eben nicht ersichtlich, wofür. So, hier haben wir beim letzten Mal uns durchgegraben. Hier kam soweit erstmal nichts und hier kamen wir auch nicht mehr weiter. Das heißt, ich werde es jetzt aber hier auch noch fortsetzen. Wahrscheinlich kommen wir auch nur bis hier. Vielleicht ist das so die Grenze. Ich probiere das mal aus. So. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die von da alleine. Also klar, die müssten von alleine dorthin gehen. Ich guck mal kurz, wie viele denn. Oh, es haben viel mehr Freizeit gerade als Arbeitszeit. Ja, aber es ist relativ ausgewogen. Ich habe nur das Gefühl, dass da unten irgendwie weniger Arbeitszeit ist. Das heißt, ich werde mal hier ein bisschen kurz umstellen. Hier unten habe ich weniger Arbeitsleute. So. So, hier ist wieder nicht mehr sehr viel an Essen da. Das heißt, hier muss sich auch mal jemand drum kümmern. Wer hat hier schon wieder seinen ganzen Sack und Pack abgelegt? Leute, was macht ihr? Seid ihr des Wahnsinns? Wer war das? Wer will die Ärger von mir haben? Undine! Ja, schön, dass du hier ackerst. Schöner wär's aber, wenn du deine Sachen alle behältst. Mann, Mädel. Es ist nicht zu fassen. Meine Zwerge, meine Wiggles sind hier wie die Schergen bei Overlord. Machen, was sie wollen. Unfassbar. So, jetzt arbeite aber mal ein bisschen schneller. Ich möchte dir nämlich dein Zeugs wiedergeben. Ich meine, gut, eigentlich sollte da keiner kommen und das wegnehmen. Ich habe ja überall Türen, soweit. Ne, dürfte uns eigentlich nicht mehr passieren, dass hier irgendein anderer Clan vorbeischneit und uns die Sachen klaut. Aber sicher ist sicher, ne? So, Mädchen. Mach mal ein bisschen schneller. Da steht schon die Kiste bereit. Ich denke, das ist das letzte Stück, was sie bearbeitet. Dann ist sie fertig. Vermute ich jetzt mal. Ach ja, und irgendjemand hatte noch ein Buch in der Tasche. Das wollte ich gerne auch mal verteilen und lesen lassen. Aber da wollte ich mir erstmal noch die angucken. Die Zwerge, wer das am besten gebrauchen kann. So, okay, Undine. Na, du legst ab. Okay. Okay. Kann das sein, dass ich die Schreinerei doch schon mal gemacht habe? Oh je, ich weiß es gar nicht. So, nimm dir dein Zeug aber mal ganz schnell wieder. Schreinerei, Hauklotz. So. Ja, das ist die Schreinerei. Ich bin so dämlich, ey. Leute. Ich bin echt dämlich. Jetzt habe ich zwei Schreinerei. Schreinereien. Egal, gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall alles hier gemacht. Können noch mal auf jeden Fall eine Farm machen. Denn die brauchen wir. Ich will irgendwo noch Raupen züchten, wenn ich dann irgendwann mal eine Raupe finde. Beziehungsweise zwei. Gut, dann gucke ich mal ganz kurz, wer jetzt hier das Buch noch hatte. Ja, der Taschenkontrolle machen hier. So. Und Dean, willst du mich veralbern? Du solltest dir bitte auch deine Keeper nehmen.
Und deine Waffe wäre auch nicht schlecht, ne? Auch wenn du jetzt wieder fleißig kochst, aber. Ja, Keule bitte auch. Mann, Mann, Mann. Unfassbar, das Mädel. So, hier, der Herr. Daniel, komm mal ein Stück hier rüber. Wo bist du denn? Bist du gar nicht da mit drin in der Masse? Daniel, doch, du bist doch da. Kannst du dich mal jetzt bitte da hinstellen? Jetzt. Danke. So, jetzt schmeiß mal das Buch hier bitte ab. So, jetzt kannst du wieder gehen. Das Buch. Daniel, du stehst mir im Weg. Geh jetzt bitte. Ja, das liegt hier an einer ganz coolen Stelle. Ah, Mann, oh. Verdammt. So, dann nehmen so mein Schwert und ich. Also ist das für Schwertkampf. Das heißt Zwerge, Kampf, Einhänder, denke ich mal. Ne? Schwert ist Einhänder oder Zweihänder? Kommt auf Schwert drauf an, ne? Ah, keine Ahnung. Oh, hier, Micha hat in 2 Jahren schon mal 4. Valeska hat 5 und die haben hier noch gar nichts, ne? Komm, ich gebe das einfach Samira. Auch wenn die gar kein Schwert hat. Gut, dann geben wir es mal Achmed einfach. Na, Orientierung. Wo? Da. Okay, bitte lesen. Weiß nicht, ob ich es getroffen habe. So. Jetzt auf jeden Fall. So, jetzt gucke ich mal Achmed. In Einhänder. Ja, okay, es war ein Einhänder. Gut. Und weitermachen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier rüber gucken, ob da auch schon jetzt gegraben wurde. Ja. Okay, und wir haben ja eine kleine Höhle entdeckt. So, wer war denn hier der fleißige? Ib. Na toll. Ib mit den Ringen. Du kannst hier leider nicht kämpfen. Was ist das? Handkante links und rechts. Okay. Ja, nimm es mal mit. Gut, denn da muss ich dich jetzt aber mal zurückschicken. Zu einem Lagerfeuer. Dahin. Und wenn das funktioniert jetzt wieder, das ging aber das letzte Mal nicht, kannst du das mal da abschmeißen. So. Und dann hätte ich gern, du hast ja immer noch keine Waffe hier, eine Keule. Keule dahin. Und Samira. Nimmt sich bitte die Keule. So. Kann Samira nämlich auch mal ein bisschen hier noch was abhaben. Ja, das habe ich jetzt geschnallt. So, und hier liegt jetzt das Buch. Das ging ja jetzt auch schnell. Nee, liegt das schon da? Nee, das liegt noch nicht da. Das wird nur angezeigt. So schnell ist er dann doch nicht zurück. Ihr drei. Daniel, ach, mit Samira. Ihr kommt jetzt mal mit. Flinken Fußes. Zack. Wir erkunden zusammen die Höhle. Diese da. So. Na, das trifft sich. Jetzt kommt der Aufzug gerade hoch. Könnt ihr mal flink rein? Also dazu sage ich jetzt mal nichts, ne? Was ist eigentlich mein dritter? Ich habe doch 3 ausgewählt. Der eine schon so weit weg, oder was? Ach nee, die waren zu zweit, okay. So, na dann, auf euer Pferdchen und Abmarsch. Ja, ich hätte hier echt doch noch. Na gut, aber. Leider oder nicht, was soll's. Dafür gehen die anderen Wege jetzt echt schnell. Bin so froh, dass ich die Reithamster endlich habe, ne? Aber hier merkt man gar nicht, wie langsam das eigentlich ist, wenn man das ja gar nicht kennt mit den Reithamstern. So, dann werde ich die Höhle noch säubern und danach ist, glaube ich, die Folge auch schon wieder be zu beenden, ne? Die Zeit vergeht immer so rasant schnell. Man schafft immer gar nicht so viel, aber trotzdem will ich die Folgen nicht so lang werden lassen. Gut, siehst du, da. Schließlich ist das jetzt ja auch kein Actionspiel, ne?
geht's langsam, aber gemächlich voran. So. Okay, siehst du mal hier vorne? Kannst du schon mal hier öffnen? Okay, dann komm mal zurück. Die da kämpft schon gegen dich. So, da könnt ihr mal alle drei raufkloppen. Oh, hier, er nimmt die Axt. Ach, mit nimmt die Axt. Cool. So. Ja, cool. Und sie gehen gleich zur nächsten. Cool. Ja, kurzen Prozess, ne? Nennt man das. So. Ihr habt alle noch gar keine Keeper. Nimm mal mit. Mitnehmen. Okay, sehr schön. Das ging flinker, als ich dachte. So, dann mal gucken, ob die hier weiter graben können oder nicht. Weil hier funktioniert es ja nicht. Du nimmst die Kiste. Was haben wir hier für ein Buch? Nimm mal mit. Deine Taschen voll. Was ist das? Schild wieder. Okay, Schildkunde. Aber hier geht's jetzt weiter als da oben. Aber es sieht doch genauso aus. Aber es geht hier definitiv nicht weiter. Na gut, wenn ihr schon mal dabei seid, ne? So, das hier oben wird gelöscht. Hier geht's nicht weiter. Immer noch diese Kampfmusik hier. Ich mach schon wieder mehr, als ich wollte. Ne? Ich wollte eigentlich noch die Höhle hier plündern. Geht doch noch ein ganzes Stück hier weiter. Ja, aber bei diesem Stück lasse ich es dann auch wirklich gut sein. Derzeit kann ich ja jetzt auf jeden Fall schon mal, denn ich möchte gerne noch eine Kiepe haben. So, wo war die Kiepe? Hier, ne? Kiepe. Eigentlich können wir auch gleich zwei machen. So, zwei Kiepen. Hier bitte ganz dringend Essensnachschub, bitte. Und wie mir scheint, hier auch. Hier wird zwar noch fleißig gebrutzelt, aber das soll kein Ende nehmen. So, jetzt ist eigentlich bestimmt auch schon unser Laufrad fertig, ne? Laufrad, ja. Auspacken? Kann man das jetzt hier einfach davor stellen? Weil ich habe gehört, man braucht einen Fluss dazu, aber wo sind denn hier Flüsse? Muss man die extra finden, die Flüsse? Muss ich das an so einem Fluss, einer Höhle mit einem Fluss hinstellen? Ich glaube, sonst funktioniert das Ganze nicht, ne? Das heißt, ich kann die Schmiede hier bestimmt wegmachen. Jörg, mal, du weißt das doch bestimmt, ne? Sag mir das mal bitte. Ich denke, ich muss eine Höhle mit Wasser finden und dann das da aufstellen. Das heißt, so nützt mir das Ganze wahrscheinlich gar nichts und auch die Schmiede nicht. Ui, ui. Nun gut. Dann aber mal an dieser Stelle mal ganz kurz einen Blick nochmal zu den anderen. Die stehen jetzt hier rum. So ganz kurz. Nur testen. Okay, geht's nicht weiter. Alles klar. Gut. Dann kehrt ihr mal bitte zurück. An ein Lagerfeuer. Wo haben wir das? Ja. So, und während die sich jetzt auf den Weg zurück machen, ne, bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, freue mich auf eure Kommentare und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.